Hallo, liebe Gamer, Alien Gamer. So, dann spielen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe einfach mal hier durch. Okay. Ach, da muss ich hin. So. Schauen wir mal, was wir hier Schönes alles machen müssen. Glaube, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Ja, gut. Ist nur die Frage, ob hier jetzt... Ah, wir schleichen lieber. Oder ich schleiche lieber. Nix. Dankeschön, die brauche ich ganz dringend. Super. 4510, alles klar. Ja, gut, machen wir das mal.
Ja, machen wir den auch noch mal. So. Naja. Ja, super. Gut, okay. Heißt das jetzt, dass ich wieder zurück muss? Hallo? Ich habe das ja nun aktuell. Wieso ist sie, kommt hier jetzt nichts? Was ich als nächstes machen soll? Ach, ist das aufregend. Ricardo, hat sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey Ripley, willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Ja, gehe ich jetzt oft richtig? Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen? Ripley, Marlow hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was ich sonst keiner kann. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Okay. Ja. Dann machen wir das doch mal. Wie weit bin ich denn noch von ihm weg?
sich das anhört, ist hier kein Alien. Das ist schon mal gut, dann können wir uns hier schneller fortbewegen. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Okay. Oh, cool. So. Hallo, hallo, na? Oh, Mensch. Nein. Speichern. Wie weit sind wir denn noch von dem Affenarsch entfernt? Na ja, gut, weit ist es nicht mehr. Aber ist auch schon mal schön, dass uns das Alien hier nicht ärgert. Ja, war denn nun? Oh, eine Katze. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda.
Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Ach ja, die liebe Mutti. Reaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Einsturz. Warnung. Kritischer Einsturz.
In dieser Sequenz kommt es nur auf Schnelligkeit an, also so wie man irgendwo hängen bleibt oder stehen bleibt, um zu gucken, tot. Also da muss man schon durchrennen, weil sonst kann man normal spielen oder anfangen. Ja. Schiffskopplungsfehlfunktion. Dienst offline. Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. So. Finden Sie Ricardo. Jo. Ja. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sebastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Also sind wir jetzt schon wieder auf der Sebastopol oder wo sind wir jetzt? Wo denn? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wahrscheinlich da. Bin ich denn hier jetzt? Ich kann mich gar nicht, weiß gar nicht genau, wo ich hier bin. Nix, hier wird sich nicht angemeldet. Finden Sie Ricardo? Ja, aber... Hier ist auch kein Speicherpoint. Ja, komme ich jetzt dahin, wo ich hin will, oder? Ach, keine Ahnung. Fahren wir einfach mal dahin, wo uns das Ding hinbringt. Ja, ich glaube, ich bin jetzt Mission 16. Glaube ich. Ich muss mal speichern.
Ja. Nee, ich muss wieder zurück. Haha, verkehrt. Verdammt. Ja gut, so sollte man es denn nicht machen. Für all jene, die das denn jetzt denn spielen oder spielen werden, der Weg ist verkehrt. Ja. So, gucken wir mal. Aber muss ich denn jetzt da alle Türen, die jetzt verschlossen sind, aufschneiden, aufbrechen oder was? Ach, gucken wir einfach mal. Gut, die Tür geht schon mal nicht. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Siegsen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Oh, du liegst ja hier. Dich habe ich ja ganz vergessen. Dich habe ich ja ganz vergessen. Oh, da kommt einer. Den ganzen Weg da hochlaufen. Oh, super. Und ich kann hier wahrscheinlich nirgendwo speichern. Ich musste mal gucken, wie viel Zeit ich schon rum habe.
ist auch noch eine Tür. Kann ich die auch noch aufschreiben? Ups. Wie komme ich von diesem Wrack runter? Auf jeden Fall nicht diesen Weg. Keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Okay, der führt mich irgendwie dahin. Ah, da steht ein Synthet drin. Ja, geil. Shit. Ich glaube, damit öffne ich die Tür dahin und lasse den Libby frei. Ja, cool. Oh, rote Augen. Wahnsinn. Das ist schon mal... Thank you.
Lass warten. Hey, da drüben! Bin ich jetzt eigentlich? Ach, cool. Das ist ja auch genial. Ich bin die ganze Zeit nur hinten rumgegangen. Bin keinen Hauptweg gegangen. Halluzinationen. Orbitalstabilisatoren auf 60% und fallen. Sollten nicht einfach töten. Ich verstehe das nicht. Boah, Mann, ey, bin ich ja nicht richtig, ey? So wie es ausschaut, ja. So. Ja, so, das hätten wir. Ich denke, ich bin in Mission 16 schon. Ich bin mir jetzt aber überhaupt nicht mehr sicher, wo ich jetzt hier bin, in welcher Mission. Von daher mache ich hier jetzt erstmal einen Cut und dann geht's im nächsten Video weiter.